Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo Schönhausen Zoo. Ich freue mich, das ist der Hard Mode, hätte ich mal gesagt. Der Herausforderungsmode. Hart ist er auch nicht. Wir haben fast 2 Millionen Dollar in unserem Zoo. Ich freue mich trotzdem, dass ihr dabei seid. Jo, letztes Mal hier das Kasuar-Gehege gebaut. Und ich freue mich. Und dieses Mal ein bisschen Realtime-Part, damit wir auch mal gucken können, was so passiert ist, was so abgeht und so. Wir haben ja letztes Mal, beziehungsweise die letzten 2 Male sogar Speedbuilds gehabt. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt zeigen wir euch mal oder zeige ich euch mal, was hier so abgeht. Ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte, ist einmal hier die ganzen Mitarbeiter, was für Namen die haben. Hauptsächlich die Tierpfleger. Wir haben hier etliche Namen von euch. Einfach mal gucken hier. Ich könnte jetzt alle vorlesen, ich mache es aber nicht. Etliche von euch wohnen hier jetzt in unserem Zoo, hätte ich beinahe gesagt. Die sind jetzt dabei. Ich weiß auch gar nicht, ob ich Techniker habe. Ne, Techniker habe ich keinen von euch. Und dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen Sicherheitspersonal. Die ganzen Läden hier, das sind alles Leute, alles Vendor, die wir noch nicht haben. Kann ich die alle auswählen? Nee. Und sonst hätte ich die gerne alle mal vorangebracht. Und auch keine Tierärzte tatsächlich. So. Das mal so ganz nebenbei. Oh, unser großer Ameisenbär hatte Nachwuchs. Sehr cool. Das sind ja die Guten gewesen, ne? Wir hatten ja hier unseren Edwaldo, der hier gezüchtet wurde. Wie sieht denn das mit Flavio? Flavio ist dann das Baby von Edwaldo und der hat, ja, wenn Lebenserwartung noch ein bisschen höher ist, wenn ich noch ein Weibchen finde mit Lebenserwartung, mit einer hohen Lebenserwartung, dann passt das. Hat der Vater auch nichts? Oh, na gut. Da verstehe ich schon, dass wir das hinzüchten müssen. Veterinärforschung. So, was ich euch auch noch zeigen wollte, wir hatten letztes Mal ja auch hier das Kasuar-Gehege und ein bisschen die Zwischenräume gemacht. Ich muss mal gucken, was wir heute genau machen. In der Zwischenzeit, jetzt bevor ich angefangen habe aufzunehmen, haben wir hier, beziehungsweise habe ich hier einmal noch so ein Mitarbeiterhaus gemacht. Krankenstation, Mitarbeitergebäude, Tierpflegerhütte und Forschungszentrum. Mega schräg alles. Kann das sein? Das kann alles ruhig noch ein Stück rüber. So, vielleicht ein bisschen besser. Da war ich. Hatte ich einen Knick in der Optik. So, was ich jetzt sagen wollte. Oh, jetzt erstmal hier das Licht. Das habe ich gemacht und dann habe ich noch einen Arbeitsbereich gemacht fürs Kasuar-Gehege und ich habe allgemein einen großen Arbeitsbereich gemacht, der hier Australien heißt. Jo. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn hier gemacht? Aber hier hatte ich ja die Hütte gebaut. Veterinärsforschung, gleich mal gucken. Sehr gut für den Blauzungen-Skink, der ja auch hier drin Einzug gehalten hat. Also wenn ihr das noch nicht wusstet, dann ist hier der Blauzungen-Skink, der wohnt hier drin. Das ist nicht so hundertprozentig, weil das Vivarium nicht so hundertprozentig drin einpasst. Aber der Rest ist ganz okay. Wie sieht's aus bei unseren Koalas? Sind die hier draußen? Einer ist hier draußen. Annabelle. Und wo sind die anderen? Vielleicht hängen die jetzt auch mal mehr auf den Bäumen. Aber ja. Sitzt da oben einer? Ah ja, da sitzt einer, guck mal. Layla. Layla. Und Layla ist trächtig, warte mal. Das sieht man da auch. Oh, ist das cool. Ich habe die noch nie so wirklich in den Bäumen sitzen sehen. Ist das nicht ein schönes Bild, auch hier mit der Sonne und so? Ach, guck mal, da ist sogar noch der andere. Oh Mensch, da hängen die alle auf dem einen Baum. Möchte gucken, ob hier das Baby mal rausguckt. Weil, wenn die trächtig sind, die Koalas und auch die Kängurus, dann gucken da die Babys ab und zu mal raus. Das ist auch irgendwie ein bisschen strange zu überlegen, dass die da so eine Öffnung haben, so einen Beutel. Das ist schon irgendwie komisch. Was sind das coole Animationen? Ich habe die bis jetzt noch nicht so richtig im Spiel gesehen. Bei mir im Spiel zumindest. Weil die ja hauptsächlich auf dem Boden waren die ganze Zeit. Aber das sieht doch cool aus. Ist auch schön langsam. Ich find's super. Aber wir sehen das Baby scheinbar jetzt gerade nicht. Bin ich mal gespannt, ob das nochmal rauskommt. Das dauert jetzt. Der Baum ist sehr hoch. Ja, wir belassen es einfach dabei. Sagen wir, das Baby ist da. Weiß gar nicht, wie sieht es bei unseren Kängurus aus? Auch, also da habe ich ja das Feedback von euch gekriegt, noch nicht zum Kasuar-Gehege. Ich nehme das Ganze jetzt mal wirklich an dem Wochenende auf, sodass ich mal ein bisschen
bisschen Vorlauf habe auf die ganzen Geschichten. Deswegen kann ich zum Kasuha-Gehege gar nicht so viel sagen, beziehungsweise auf euer Feedback eingehen. Aber das Känguru-Gehege kam sehr, sehr gut an euch. Und das finde ich nice. Das finde ich nice. So, wie sieht's aus? Liegt hier einer drin oder so? Weil die liegen hier wirklich drin und schlafen. Guck mal. Auch noch nicht trächtig. Ernährungsstatus ist nicht so gut. Qualität der letzten Mahlzeit war eher schlecht. Kann das sein? Komm, machen wir mal ein bisschen besser. Da ist auch keiner trächtig. Aber ja. Ich find's nice. Auch hier die Pergola hier finde ich cool. Wenn du mal überlegst, du gehst du als Besucher hier durch. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Dann hast du hier die Kängurus und so. Ich find's klasse. Klasse finde ich's. Klasse. Und die haben auch keinen Stress, so von daher passt das. Dann hier die Kasuare. Einmal nochmal gucken. Weil ich warte ja tatsächlich auf die... darauf, dass wir hier noch ein Männchen kriegen und solche Geschichten. Aber auch endlich Polarwölfe schon. Mir gesnaggeldaggelt. Ist das ein schwarzer männlicher Jaguar? Oh, den kann ich leider nicht... kann ich leider nicht leisten. Das wäre cool gewesen, wenn ich noch ein... noch ein schwarzes Fell. Das wäre cool. Oha. Dingos. Ein Weibchen geht auf jeden Fall noch. Und dann noch ein Männchen hier, Henry. Ah, es sieht nicht danach aus, als würde ich hier ein Kasuar bekommen. Schade eigentlich. Wie sieht's aus mit Eisbären? Auch sehr teuer. Okay. Also wir haben die Dingos auf jeden Fall, wir haben auch schon Polarwölfe. Ich habe auch schon mal sicherheitshalber einen zweiten Tiger. Ein Tigerweibchen. Denn so mega lange werden die ja hier auch nicht mehr dabei sein. Wo sind denn unsere Tiger? Lass mal heute so ein bisschen spielen. So, hier ist unser Tigerweibchen, hier Pari. Ah, 5-Sterne-Tiger hier. Und ihre Kinder. Nachiket, Nachiket. Ich glaube, das andere... Nachiket einfach nur den... Vivan. Ist Vivan nicht auch ihr Kind? Nee. Vivan ist das Männchen hier. Da kann man auf jeden Fall was regeln. Würde ich fast sagen. Dass Nachiket und das neue Weibchen dann zusammen sind. Finde ich auf jeden Fall cool. Ist das hier auch... Okay, Damien wollte auch gerne Tierpfleger bei den Tigern sein. Das ist er jetzt geworden, ne? So, dann hatten wir hier noch... Was genau ist euer Problem? Hilfe, ich stecke fest. Die stecken auch fest. Kann das denn sein? Und die verlassen jetzt auch einfach den Zoo. Die sind mega unzufrieden. Die hingen hier oben fest bei den Rentieren. Keine Ahnung warum. Auch noch eins der coolen Gehege, ne? Es sind so viele schöne Gehege hier in dem Zoo. Und dann sind hier natürlich noch die 8 Milliarden Mandrillbabys. Da weiß ich noch ganz genau, wie ich lange Zeit keine Mandrill nicht genug hatte. Und jetzt haben wir hier einfach eine schöne Mandrillgruppe. Hier wollte ich auch noch zumachen. Für die Besucher. Das kann man auch noch machen. Wie sieht es aus bei den Löwis? Da fehlt auf jeden Fall noch irgendwas Wassersprudelmäßiges hier. Ansonsten sind die relativ zufrieden, denke ich mal, ne? Ja, ich schlafe gerade. Zeigen wie strange aus. Ah, du bist aber süß. Dann hier Simba und seine Frau. Ja, die haben auf jeden Fall ein schönes Gehege. Von drinnen. So, dann hatten wir hier unsere Warzenschweine. Da sollte auch noch was Gutes sein, ne? Ja, da sind etliche Babys drin. Sehr nice. Und Kapuzineräffchen wird sich bald paaren, ja, von mir aus. Von mir aus sollen die das machen. Gabelbock hatte Nachwuchs. Kapuzineräffchen auch. Bei den Kapuzineräffchen zum Beispiel, da passe ich jetzt gar nicht so mega krass auf. Da steht, passe ich erst auf, wenn da steht, dass da Inzucht passiert. Wie sieht es bei euch beiden aus? Schon Kinder? Nö. Die haben auch keinen Stress, ne? Aber ist auch ein tolles Gehege. Ja, ich finde, die Gehege sind mittlerweile, werden immer nicer. So, die Frage ist jetzt. Ich hatte eigentlich vor, hier noch irgendwie so eine Fressbude hinzustellen, aber dann karambuliert das irgendwie auch hier mit, ne? Aber die sind auch sehr gut überlaufen, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, hier eine zu haben. Wie viel Sicherheitsdienst haben wir überhaupt? Irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wir könnten ruhig noch ein bisschen
bisschen mehr Sicherheitsdienst haben. Vertragen. Noch hier so ein Sicherheitsbeamten. So, wenn wir hier zwei Shops hinmachen, oder hier drüben? Ja, hier. Weil bis jetzt ist ja so, dass der Weg hier nur für die Koalas ist. Was auch ganz gut ist. Und der hier ist jetzt ein bisschen mehr. Der versucht abzuhauen hier. Mal gucken, ob der das schafft. Die Energie wird auf jeden Fall schwächer. What? Du hast einfach aufgehört? Gruppe hinauswerfen, los jetzt. Kann das denn sein, dass er einfach aufhört? Was ist denn das für ein Typ? Gleich mal updaten, dass er schneller wird. Ja. Sollen wir die Shops hier hinstellen? Weil die Überlegung war, entweder ich stelle die hier hin, auf die Seite, oder ich stelle die hier drüben hin. Weil die Dingos werden auch noch irgendwo hier ihr Gehege hinkriegen. Ich habe auch versucht, hier den Weg ein bisschen breiter zu machen. Sieht einfach cool aus. Ihr seht das ja zum Beispiel hier, diese große Plaza. Einmal noch Stufe 2. Ihr seht das ja hier. Das sieht ja mega nice aus, finde ich. Das hat so ein richtiges Zoo-Feeling. Park-Feeling. Das müsste hier drüben dann auch noch irgendwie passieren. Aktuell gehst du halt hier nur lang, wenn du die Kasuare sehen willst. Und hier hinten fehlt ja allgemein noch was. Ich hatte überlegt, ob wir... Oh, jetzt ist natürlich... Es fängt gleich an zu regnen. Das Savannengehege hier. Das ist... Die Tiere hier sind immer gestresst. Aber wenn du halt mal guckst... Es ist aber auch schon mega alt. Und das sieht auch... nicht so modern aus wie die anderen Sachen, die wir vielleicht haben. Balance muss ich mal kaputt machen. Haben wir vielleicht auch nicht so modern wie die anderen Sachen. So, hier könnte man vielleicht andere Tiere noch reinmachen. Und dann ziehen die Savannentiere eventuell, also die Gazellen und die Zebras, eventuell hier hinten hin um. Dann könnte man hier ein größeres Gehege mitmachen. Dann möchte ich ja den arktischen Ring noch vergrößern. Aktuell ist ja nur der eine Eisbär da drin. Der Eisbär. Oh, ein gutes Zebra. Das ist eine gute Thompson-Gazelle. Springböcke. Möchten Kasuar haben, gerne. Ein Kasuar-Männchen. Das wäre nett. Gibt's aber nicht. Vielleicht sollen wir die einfach hier auswählen. Also Eisbären möchte ich im Auge behalten. Helm-Kasuar möchte ich im Auge behalten. Das war's eigentlich, ne? Der Rest ist immer nur so Filler-Material. Veterinärsforschung. Ich glaube, dass das mit den Kängurus oder mit den Skinks schneller geht, weil die jetzt hier hinten im Forschungshaus forschen, oder? Es kann sein, dass hier jemand forscht. Das würde auf jeden Fall helfen. So. Wenn du dich ausruhst, wirst du gleich fortgebildet. Das passt dann. Genau, also hier möchte ich gerne... Lass uns doch gleich mal das Gebäude bauen. Und dann bauen wir gleich hier was zu essen auch noch hin. Was hatten wir hier? Ist ein Monsieur Fritter. Wie ist mit einem Pizza Pen vielleicht? Also hier ein Pizza Pen. Dann weiß ich nicht, ist hier ein Slushy? Naja, einfach nur so ein Galpi. Nehmen wir einen Pip-Shop. Und Klos haben wir da drüben ja. Da möchte ich hier gerne noch eine Information hinmachen. Genau. Und das Ganze soll dann auch so ein bisschen der Baustil sein. So, dass wir hier wieder Ziegel haben. Wir können das Gebäude ja ein bisschen länger machen. Nicht deutlich länger, weil so viel Platz ist da wirklich nicht. Aber dass wir hier so ein... Können ja so machen. Da spricht ja eigentlich nichts gegen, oder? Können ja hier... Warte mal. Hier möchte ich keinen Shop reinmachen, aber irgendwie... Der Witz ist halt, dass wir hier schon Toiletten haben.
Das weiß ich dann nicht. So ein Geldautomat wäre cool. Oder wir nehmen hier einfach ein Herz Fantastic, ne? Herz Fantastic. Ich glaube, ein Herz Fantastic ist gut. So, dann kopieren wir das Ding mal hier rüber. Zack. Sehr gut. Ziegel nehmen wir weg und dann nehme ich dieses australische Holz und ziehe einmal außen so eine Spur drum hier. Guck mal, die Leute, die feiern das direkt. Einfach um noch ein bisschen Kante reinzubringen in das Geschehen hier. Ja, guck mal, das ist halt die Fighting. Ups, oder halt. Ah, Mist. Okay, dann muss es halt so sein. Dann muss es so sein. So, aber das muss ja schon außen sein und dann können wir hier die Pfeiler hinmachen. Wunderbar, es hat auch aufgehört zu regnen. Vielleicht sollte ich das einfach mal kurz pausieren, sodass uns das nicht nochmal passiert. Gehen wir vielleicht mit den rostigen Metallstangen? Nee. Oder einfach nur mit den Metallstangen hier. Da kannst du die Farbe auf jeden Fall ändern. Klein. Nee, lieber nicht. Neue Welt. Es muss halt an der Seite irgendwie so Pfeiler geben, dass es nicht ganz so unrealistisch aussieht, dass das Holz so rausragt. So vielleicht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ziehen wir das mal hier rüber. Ziehen wir dich nochmal hier rüber. So. Und den halt auch nochmal hier rüber. Sehr gut. Das ganze Gebäude können wir ja gleich nochmal ein Stück rüberziehen, sodass das hier mit dem Mülleimer passt. Und sonst machen wir den Mülleimer kurz weg. Nein, das mache ich mal gleich direkt. Beißt sich immer in meinem Blick. Wenn das so ist. So, das ist ja schon mal nicht schlecht. Entschuldigung. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Vielleicht hier jetzt. Also seit dem letzten Update, seht ihr das hier? Passiert mir das? Ich weiß nicht wieso. Könnt ihr mal reinschreiben, ob bei eurem Spiel das auch so macht, dass wenn da das Grid ist, dass das da so komisch flackert. Das finde ich halt extrem nervig. So. Die Dinger hier sind ja einfach nur dafür da, dass ich da ein bisschen mehr Kante reinbringe in das ganze Geschehen hier. Die beiden ziehen wir natürlich hier so gekonnt rüber. So, denn wir machen hier natürlich auch die Schilder dran. Und das ist einfach jetzt, damit wir auch ein bisschen... Damit das Ganze mal ein bisschen entschleunigt wieder, ne? Wir hatten ja viele Speedbuilds. Jetzt geht es darum, dass wir auch mal ein bisschen was bauen wieder. Was war das? Ein Pizza Pen. War ich nicht ein Pizza Pen hier irgendwo? Pizza Pen? Da ist er. Und ich entschleunige meistens meine Folgen damit, dass wir eine Realtime-Folge machen, in der wir dann ein Gebäude bauen hier. Auch weil ich gerade beim Gebäudebau nicht so mega gut bin. Beziehungsweise diese ganz großen Gebäude kann ich nicht so gut. Sowas hier kann ich eher gut. Also besser. Nicht gut. Was hatten wir jetzt hier? Ein Herz Fantastic. Gibt es nicht das Schild für Herz Fantastic, aber es ist irgendwo unten.
Das ist auf jeden Fall irgendwo random. Da ist das. Das ist das Große, ne? Ja. Dann wird's das hier werden. So. Dann brauchen wir das Schieferdach. Denn das sind die, die wir hier in dem Zoo benutzen. Die Schieferdächer. So. Weiß nicht, machen wir so. Könnte man eigentlich gut machen, ne? Ach, guck mal, warte mal. Kann ich das hier so rüberziehen? Ah, es geht leider nicht so gut. Schade eigentlich. Das passt, das passt, das passt. Das passt auch. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Vielleicht nochmal das hier außenrum machen. Ah. Warte mal. Wir machen es jetzt einfach. Und dann erhöhen wir das gleich. Das Dach. Wir nehmen das dann aus dem Bauding raus. Ihr werdet es ja gleich sehen. Also wir trennen es von der Gruppe. Und wenn wir es dann von der Gruppe getrennt haben, dann passt das. Dann kann ich dem ganzen Kram eine andere Höhe geben. So zum Beispiel. Das sieht dann nicht unrealistisch aus, aber es passt dann einfach. Das ist dann ganz gut eigentlich. Machen wir mal so. Setzen das mal einen kleinen Mühe nach unten. Kann ich hier die Farbe ändern? Tatsache. Nee, so nicht. Vielleicht eher so etwas Dunkleres. Sehr gut. Hier könnte ich gut nochmal zwei Fenster ranmachen. Fenster. Weiß nicht, welche Fenster gut sind. Die hier. Die sind, glaube ich, ganz okay. Ah, warte mal. Dann können wir hier auch nochmal ranmachen. Wo das Sinn ergibt, dass die da sind. Da habe ich keine. Aber hier. Sehr gut. Dann ziehen wir die einfach nur ein Stück runter. So dass das nicht ganz so unrealistisch aussieht. Dann können wir hier Efeu haben. Der ist ja was das Bauen angeht, unser allerbester Freund. Ist der. Das sieht ganz gut aus. Guck mal, dann kann man hier halt so ein bisschen so ein bisschen Kante reinmachen in das Ganze. Das finde ich immer ganz wichtig. Wenn man quasi so macht, dann ist das immer ganz nice. Da. Machen wir nochmal so. Ups. So vielleicht. So ist ganz gut. Guck mal. Und schon haben wir so ein kleines bisschen Kante reingebracht. In dem hier oben haben wir Schiefer noch gesucht. Nee, leider nicht. Wir suchen uns einmal hier. Das sind die Schiefer-Sachen, weil hier fehlt mir tatsächlich noch das in der Mitte. Das ist auch gar kein Problem. Das geht super easy. So. Und schon ist das gepackt. Außen. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall hier die Kühlung. So. Aber wenn die dort ist und ja, das passt. Machen wir so einmal. Zack. Und dann passt das und dann brauchen wir hier nochmal irgendwie, was weiß ich, kann man hier nochmal zwei Steckdosen hinmachen.
Es passt halt. Es sieht halt besser aus, ne? Ich finde das gar nicht mal so schlecht, das Gebäude jetzt. Man könnte hier nochmal so Tattoos anmachen und so. Aber ich glaube, wir lassen es mal so. Hier brauche ich auf jeden Fall noch irgendwie so einen. Bei dem Dach. Dass das nicht ganz so locker da, dort steht. Und hier brauchen wir auch nochmal irgendwas. Warte. Bauen. Brauchen halt hier irgendwas Flachdachmäßiges. Gerne das. Ja, das passt dann natürlich nicht. Ups, warte mal. Dich und dich. So vielleicht. Können wir es auch von der Gruppe trennen und dann machen wir so, dass es nicht ganz da reinguckt. Guck mal, dann passt das auch. Dann passt das verhältnismäßig. Guck doch mal, ist das nicht okay, wenn wir das so machen? Ich denke, das ist okay. Und schon finden die Leute das ziemlich nice, denke ich mal. Hier den Pizza Pan. Ich weiß gar nicht, wie sind die Preise hier bei Pizza Pan? Sind die angepasst? Wunderbar. Bei Pip Shop? Auch angepasst. Und die anderen Sachen sollten auch passen. Na, guck mal, die kaufen Regenschirme. Sehr gut. Was hier auch noch fehlt, warte. Warte. Ich sag mal, warte, aber ihr lauft ja eh nicht weg. Guckt ja das hier. Hier können wir halt nochmal so einen hinmachen. Dass wir auf jeden Fall noch ein bisschen die Informationen verteilen können. Die Grundfarbe machen wir mal orange. Und die Blätter machen wir mal so. So ein schönes helles Grün. Und das Thema hier ist Klimawandel, denn es ist nichts Schlimmeres als der Klimawandel. Noch einen Mülleimer hier hin. Machen auch noch einen Mülleimer hier hin. Viele Mülleimer. Es ist wichtig. So, hier sind zum Beispiel die Kasuare nicht drin. Oh, nice Bär. Jura. 502. Das könnten wir tatsächlich sogar noch kriegen. In der Zeit. Aktivisten sind im Zoo angekommen. Ich wollte gerade sagen, es sind bestimmt die Springböcke wieder. Und sie sind's. Es ist echt immer dasselbe. Ottawanischer Schwarzbär erwartet Nachwuchs. Sehr gut. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Also man geht hier lang, man kann hier Sachen kaufen. Ja, wenn hier der Galbi nicht zu wäre. Und dann gibt's hier auch nochmal so ein Shop-Ding. Ist auch sehr überlaufen, aber es passt. Es passt. Das ist vielleicht genau das, was wir brauchten. Und hier noch ein Herz Fantastic. Haben wir da die Preise erhöht? Was? Haben wir die Preise noch nicht erhöht? Gleich mal 30 Cent Höhe machen wir. So. Und schon kostet das was. Aber wir haben keine Sachen beim Herz Fantastic gehabt. Das daran lag's. Weil die Leute keine Hüte kaufen konnten. Jetzt können sie Hüte kaufen. Okay, lass hoffen, dass das passt und dass das nicht schief läuft hier. Oha, jetzt fängt es gleich an zu regnen. Jetzt zu schneien, meine ich. Da möchte ich gerne hier die Heizung von unseren Löwen einmal auswählen. Dann benutzen wir das mal hier bei den Bären nicht, aber hier beim Kasuar. Kommt das ein paar Mal hin und auch bei den Kängurus brauchen wir das. Und natürlich bei den Koalas. Selbstverständlich. Und hoffen jetzt, dass das mit der Temperatur passt. Das ist sehr warm hier. Hoffen wir mal wirklich, dass das hier überall mit der Temperatur passt. Der Radius ja nicht so riesig sein. So vielleicht. Ach guck mal, das geht relativ schnell eigentlich. Ach guck mal, die ersten Leute sind auch schon
Sind auch schon da. Beim Vivarium. Beim Blauzungen-Skink. Das ist auch gut. Das ist auch nice. Guck mal, ich finde das toll. Das passt auch. Der. Bist du das? Nee. Oh, ist das ein kleines Baby? Ein. Der heißt Henry. Der Henry ist da. Guck doch mal. Kleiner Henry. Der hat Spaß hier draußen. Ach schade, durften wir leider nicht sehen. Hatte Nachwuchs, ja. Hätte ich früher drauf drücken müssen. Das ist schade. Jura. Oh, den kriegen wir gleich. Und wenn wir Jura haben, können wir Partner vergleichen. Sehr gut. Oh. Ah, das wären gute Babys. Die haben nicht so viel Langlebigkeit, aber die haben fruchtbar Immunität und Größe. Das haben die. Das ist genau das Ding. Und den freut es ja dann auch, wenn es hier kälter wird. Da ist er jetzt, der Jura. Lass ihn gleich mal hier ins Eisbärengehege machen. Jura. Haben wir gar keine Adelungspunkte mehr. Eisbär brauchen wir nicht. Wir brauchen nur den Helm-Kasua, Freunde. Nur den Helm-Kasua. Okay. Inspektorin ist auch da. Ich wollte einmal gucken, wie das jetzt beim Eisbären aussieht. Wie viele. Ah, ich muss ja mit den Arbeitszonen, mit den Arbeitsbereichen noch deutlich arbeiten. Aber ich wollte sehen, wie das jetzt hier wieder zufrieden ist mit zwei Eisbären. Das Gehege. Ich weiß nicht mal, wo der erste ist. Irgendwo hier bestimmt. Das ist eine ganz andere Welt, wenn du erst drüben im Australien gewesen bist, im Australien-Gehege und jetzt hier. Jessica. Kommt jetzt der zweite Eisbär noch, Jessica, oder dein Mann? Da ist er. Der Jura. Aber mit dem Platz ist er nicht so hundertprozentig zufrieden, aber es passt. Es passt. Es könnte schlimmer sein. Oh, das ist aber ein cooler Shot eigentlich, ne? Warte mal hier. So. Das sieht doch awesome aus mit dem ganzen Schnee. Das war auch ein schönes Eisbärenmännchen, was wir hier gekriegt haben. Platztechnisch. Da geht auf jeden Fall einiges noch. Aber es ist okay. Wir belassen es, glaube ich, dabei. Das ist mein bester Trumpf, dass wir es noch dabei belassen. Hier gibt es natürlich nochmal eine Spendenbox. Selbstverständlich. Gebt mir euer Geld. Und dafür dürft ihr hier was über die Eisbären noch erfahren. Ups. Kriegt ihr hier noch was zu wissen über den Eisbären? Wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, kriegt ihr es trotzdem zu hören. Hoffentlich gucken die hier rein. Fängt es jetzt an zu regnen? Ah. Lächerlich. Lächerlich, Leute. Egal, Thompson Gazelle wird bald Nachwuchs haben. Ich würde sagen, wir haben hier heute ein schönes Gebäude gebaut. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier drüben. Ganz okay eigentlich. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch damit zufrieden. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem Gebäude haltet. Ich bin auch sehr zufrieden, dass ihr nicht so spät auf die Folge warten müsst. Weil ich es einfach vorher geschafft habe, ein bisschen was aufzunehmen. Egal. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bei Planet Zoo. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Haut das mal rein. Tschüss, Leute.